Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir spielen heute vorerst zum letzten Mal das Jump'n'Run des Tages in Jump World auf den Timolia-Servern. 6 Mal haben wir es schon getan. Jetzt ist der 7. Tag erreicht und damit auch das Ende meiner kleinen Jump World-Woche, des kleinen Projektes hier, dass ich wirklich jeden Tag das Jump'n'Run des Tages aufnehme, mich diesem Jump'n'Run stelle und es euch dann auch tagesaktuell hochlade. Heute als abschließendes Jump'n'Run haben wir der Fluch des Jump'n'... von Pumuckl. Es wird wahrscheinlich der Fluch des Jump'n'Run heißen. Da könnte natürlich rein theoretisch stehen, was da auch immer stehen möge. Und mir hat auch heute schon jemand auf Twitter geschrieben, ja, so vor 2-3 Stunden irgendwie habe ich das gelesen. Ja, Kedos, viel Spaß mit dem heutigen Jump'n'Run. Das ist jetzt vielleicht eine dunkle Vorahnung. Möglicherweise ist das nochmal besonders schwer und ich werde hier wirklich nochmal eine ganze Ecke dran sitzen. Ja, der Fluch des Jump'n'Runs. So, von Pumuckl. Habe ich mir, ne? Fluch der Karibik vielleicht, wenn man auf so einem Boot landet. Das könnte ja damit was zu tun haben. Fluch der Karibik, Geschichte, Spoilerwarnung. Oh, ich habe direkt richtig geraten. Oh Gott, da treibt ein Junge im Wasser. Rette ihn. Also es geht um den Fluch der Karibik, die Filme, ja, mit Captain Jack Sparrow. Das heißt Captain Jack Sparrow. Ich habe die Filme nicht mehr so gut im Kopf, habe die vor Ewigkeit mal gesehen. Aufgabe, springe zum Jungen und rette ihn. Okay, springen wir zum Jungen und retten ihn. Wobei das hier... Ach, wahrscheinlich muss man dann hier so... Okay, nice, ging direkt schon mal schön los. Das geht direkt geil los hier, ne? So wie sich... das fängt wirklich... Ich mag das nicht, wenn man so Sachen über einem hat. Das empfinde ich als... Muss ich hier überhaupt lang? Springe ich so zum Jungen? Nee, da unten ist wohl der Junge. Ist das der Junge? Nanu, was ist denn da? Das für ein Medaillon, Bin ich richtig? Leute, ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob ich hier richtig durch die Gegend springe oder völlig fernab von dem richtigen Weg bin. Orange Blöcke verschaffen dir einen Jump Boost. Habe ich jetzt den Jungen? War das? Ich dachte erst, ich muss da lang springen. Aber wahrscheinlich muss ich das doch nicht. Bin ich wohl falsch gelandet. Deswegen sollte der eine Fail vielleicht auch gar nicht zählen. So, Leute, ihr seid mir ein bisschen im Weg. Ich dachte, ich hätte immer noch den Jump Boost. Anscheinend nicht. Wenn du an einer Leiter bist, ist es gut zu sneaken, damit man nicht runterfällt. Okay, es wird hier viel erklärt, nicht abrutscht. Ja, das dachte ich mir fast, dass ich an der Leiter rumsneaken sollte. Das wird mir eigentlich ziemlich häufig erklärt. Vielleicht wird das nur für mich eingebaut, damit ich das wirklich auch weiß. Grüne Blöcke verschaffen dir einen Speed Boost. Ja, ich falle trotzdem die ganze Zeit runter. Weil mich der Speed... Das ist echt eine peinliche Veranstaltung. Wenn man bedenkt, dass das hier so ein bisschen das Finale dieses Projektes sein soll, dann schäme ich mich ein wenig dafür, so einen mageren Anfang hingelegt zu haben. 5 Fails schon, aber man kann es jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Hellblaue Blöcke teleportieren dich hinab, während blaue, boing, dich hinauf teleportieren. Okay, hier wird ziemlich viel erklärt am Anfang. Weitere Effekte, Blindheit, Übelkeit ist zwar sehr, sehr nett und lieb gemeint. Langsamkeit bekomme ich hier noch oben drauf. Ja, ich nehme mal Übel oder auch nix. So, jetzt der Fluch des Jump'n'Runs. Das ist das jetzt wirklich der Anfang, wo ich bin echt irgendwie, ich fühle mich wie in einem Labyrinth. Es sind viele Schilder und ich bin völlig verwirrt. Warum auch immer. Willkommen zu meinem 4. Jump'n'Run. Das Jump'n'Run ist relativ schwer, aber da du das Tutorial bestanden hast, bist du gut genug für den Rest. Das klingt ja schon mal toll. Oh nein, wir werden von Piraten überfallen. War ich jetzt richtig? Es ging doch gerade noch um irgendeinen Jungen. Plötzlich war ich im Tutorial drin, dann ist jetzt erst wieder der Anfang von diesem Jump'n'Run. Also, hier geht's jedenfalls rein, wenn ich das richtig sehe. Jopp, da nach oben. Hier nach oben. Direkt den Checkpoint erreicht. Was habe ich für einen Effekt? Nachtsicht. Alrighty-kuss, dann einmal hier runter, dann hier auf den geilen... Oh, war schon mal ein schnöder Move jetzt, das habe ich nicht richtig gemacht. Man muss nämlich hier so, bim, boom, und dann sich dann umdrehen und direkt dann schön auf den Checkpoint drauf. Und hier ist dann, das hasse ich einfach, Leute. Also, das hasse ich inzwischen fast mehr als Leitersprünge, wenn man irgendwas über sich hat. Irgendwas, wenn die Decke zu tief hängt. Man kann auch die Decke zumindest mal so hoch bauen, dass da so ein Scheiß nicht passiert, ey. Okay, ach hier, da muss ich lang. Bum. Da einmal nochmal ordentlich auf den Schleim drauf. Ey, das sind bisher wirklich eigentlich die schwierigeren Passagen. Und obwohl es die schwierigeren Passagen sind, habe ich am meisten Fails am Anfang gemacht. Oder jetzt halt hier an der Stelle. Und da draußen schreien die ganze Zeit Leute rum. Könnt ihr nicht mal irgendwie ein bisschen... Ihr macht mich grätig. Ihr macht mich wirklich krantig und grätig. Ich werde hier richtig zum Krandelbad in der Aufnahme gerade. Weil irgendwie nix so richtig läuft.
Ich könnte es ja eigentlich jetzt noch auf meine kleine Erkältung schieben, weil es ist so ein bisschen männliches Rumgeheule, weil man erkältet ist und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist sie dabei, sich sehr schön auszukurieren. Deswegen wäre das auch falsch. So, hier geht's lang. Toll. Und dann hier direkt wieder so ein Sprung, schön an der Decke. Jetzt wurde ich irgendwie geportet, aber natürlich brenne ich trotzdem deswegen. Mensch, Herbert, das hättest du doch ruhig auch mal ein bisschen entspannter machen können. So. Ich sagte doch, dass das Püppchen hierher kommt. Ja? Und jetzt nehmen wir dich mit auf unser Schiff. Arr. Eine krasse Piratengeschichte, meine Damen und Herren. Oh, du hast das Medaillon. Du bist ein Turner. Ich bin ein Turner. Where's the rum gun? Where's the rum gun? Dich kann ich gut gebrauchen. Ja, ich bin Turner, Alter. Mich kannst du gut gebrauchen mit meinem geilen Medaillon. Jetzt? Hä? War ich hier nicht schon mal? Das ist doch das Schiff. Lenk, lenk. Nee, das sieht jetzt anders aus. Zumindest war das, ja, geil, Alter. Direkt mal so einen richtigen schönen Scheißsprung hier hingelegt. I love it. I simply love it. I cannot deny it. Falls es zu schwer ist. Schwer. Okay. Ich nehme die Leitern und spring von da aus. Wo lang? Ach, hier rechts rum. Okay. Und fall natürlich trotzdem runter, Alter. So wie sich's gehört, ne? So wie sich's gehört, trotzdem runterfallen. So, jetzt halte ich hier fest an der schnöden Veranstaltung. Spring hier rum. Und dann hat sich das erledigt. Ich muss mir jetzt nicht noch mehr Leid auferlegen, als diese Map teils eh schon verursacht. Vor allem ist es hier sehr, sehr dunkel ohne Shader. Den muss ich tatsächlich mal kurz ausmachen, Leute. Es ist sonst zu... Guck mal, wie hell das jetzt plötzlich ist. Da sieht ja kein Schwein was mit Shader. Da sieht wirklich kein Schwein was. Leute, ich sag's euch. Hier wird irgendwie draußen rumgeschrien. Es ist gigantisch. Spielende Kinder. Ich vermute, das sind spielende Kinder, die da rumschreien. Das ist ein Skandal, dass am Freitag hier rumgespielt wird. Dass da Spaß gehabt wird. Abseits von meinen Jump World Aufnahmen. Erst auf den Zaun. Ja, ich gehe mega erst auf den Zaun, Alter. Woo! Richtig cool auf dem Zaun gelandet. Über... Ja, und jetzt natürlich hier so einen geilen Sprung, ey. Den ich natürlich nicht schaffe. Warum sollte ich ihn auch schaffen? Hier, es ist immer abwechselnd. Das letzte Jump'n'Run war wieder vergleichsweise wirklich sehr, sehr einfach. Das hier ist dann schon wieder ziemlich Tante Herbie. So. Weil hier gibt's ja auch keinen Checkpoint. Wo ich irgendwie... Ich kann höchstens wirklich... Das ist irgendwie scheiße jetzt. So. Hat jetzt geklappt. Ich hatte schön geklappt, ey. Ich habe schon 43 Fails. Obwohl, also ich fühle mich nicht so, als wäre... Das, was es bisher an Sprüngen gab, 43 Fails würdig. Irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Ich weiß bloß noch nicht was. Hier noch schön dirty um die Ecke rumgesprungen. Natürlich, ey. Immer um the egg, das got a checkpoint. Was ist hier los? Hier ist Ticket für die Action, sind wir im Piranha Cave. Wie gesagt, ich kann mich an all das Fluch der Karibik storymäßig nicht mehr erinnern. Was? Es hat nicht funktioniert. Sie hat uns belogen. Tötet sie. Finde einen Weg nach oben. Da meine ich mich noch irgendwie dran erinnern. An so eine Höhlenszene. An irgendwas Höllenartiges. Höllenartiges vor allem. Höhlenartiges. Nicht Höllenartiges. Hölle ist was anderes als Höhle. Ja? Müsst ihr remembern. So, geil. Schönen Checkpoint gekriegt. Trotzdem runtergefallen. Dass das überhaupt funktionieren kann. Dass man... Alter. Sag mal, sehen die mich alle nicht? Warum suchen die denn überall... Ach, da, guck mal. Ah! Alright. Naja, nicht ganz alright, aber zumindest halbwegs alright. Warte, hier, ne? So. Da ich habe gerade was entdeckt. Nämlich, wenn man da hochspringt... Also, guck mal. Ich muss jetzt wirklich Kritik üben. Das hier finde ich einfach nur scheiße. So, das finde ich einfach nur super nervig, wenn immer irgendwelche Blöcke sich über einem drüber befinden. Weil man die ganze Zeit gucken muss, dass man am kleinsten Millimeter von diesem Block noch irgendwie abspringt. Weil alles andere dazu führt, dass man es nicht auf die Kette bekommt, weil sich so ein Ding über einem drüber befindet. Und wenn sich so ein Ding über einem drüber befindet, dann kommt man einfach nicht hoch. So, Mensch. Ich bin nicht sauer, ich reg mich nur auf. Hier, warum hier mal so ein Checkpoint hinmachen, ne? Wo ist hier ein Checkpoint? Gibt's hier irgendwie sowas wie ein Checkpoint? Oder ist das, braucht das nicht? Braucht das kein Checkpoint hier? Sag mal, wer der, braucht das ein Checkpoint da? Frag mal den Röhrig. So, zack, boom, TNT, geile Scheiße. Jump'n'Run, Geschichte 2, Spoiler. Nach der Geschichte gelangt man auch zum Jump'n'Run. Ich will euch nicht spoilern, falls ihr irgendwie noch Fluch der Karibik schauen werdet oder wollt, das könnt ihr ja selbst, wenn ihr das Jump'n'Run nachspielt. Deswegen hüpfen wir einfach nur zum Jump'n'Run. Boom. So. Wenn das schon irgendwie auf Fluch der Karibik basiert, dann, wenn man Spoiler vermeiden kann, selbst bei älteren
Filmen oder so, dann sollte man das tun. Ja, ich bin da super, super relaxed. Oh ja. Mm. Es fühlt sich wirklich dirty an. Aber auf die Pearl, Leute. Aber auf die Pearl. Aber auf die Pearl. It's the Pearl of Life. The Black Pearl in the Sea. I'm going to dance with you. Above the Sea. Hui, was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Aber ein bisschen Concentration on the Jampinran. Immer ist irgendein Block über mir. Ich komme damit nicht klar. So, Checkpoint erreicht, natürlich trotzdem drüber rausgesprungen. Das kann ich, ey. Über Checkpoints drüber springen. Ich will nicht die 100 Fails erreichen. Fände ich ein bisschen doof. So. Alter. Was ist das hier? Was ist denn das? Geiler Sprung! Mörder! Bleib da oben, ey. Wenn ich sag, bleib da oben, dann bleib doch auch mal da oben. So, jetzt darf ich hier nicht runterfallen. So, zur Spitze. Checkpoint erreicht. Los, zur Spitze geht's. Es geht auf zur Spitze. So, hier, da. Auf die Schildkröte, dann zur Spitze und hier. Hier geht's nicht rein, das ist der falsche Weg. Oh. Das war ja Jump Boost. Das hätte mir auch mal, also das hätte ich mal bemerken können. Vielleicht hätte ich am Anfang diese Erklärung nicht als so ein, ach ja, das weiß ich ja schon alles, mitnehmen sollen, sondern hätte das mehr verinnerlichen sollen. So, hier. Flug der Karibik, Geschichte Nummer 3, Spoilerwarnung. Wie gesagt, ne? Spoiler lasse ich einfach mal aus. Wir gehen heute ganz einfach nur Jump'n'Run und ich will euch hier, vielleicht wollt ihr das ja irgendwann noch sehen. Einfach weil es eine Geschichte ist, die wirklich schon existiert oder so, dann ist zwar schön, dass das darin eingebettet ist und so weiter und so fort, aber jetzt hier komplett Flug der Karibik nachzuerzählen, das ist nicht zwingend nötig. Da ist eine Spitze und von dieser Spitze aus, manchmal lohnt sich dann doch kurz zu den anderen rüber zu schauen und nochmal hinzufallen. 84 Fails, so viel haben wir da nicht mehr übrig, bis wir auf die 100 zusteuern, vor allem wenn ich solche dummen Sprünge wie den hier gerade verkacke auf ganzer Laufbahn. Okay, von hier aus dann da so hoch, ne? Und dann hier und da. Bäm. Was ist da los? Ihr steht nochmal irgendwo was. Ziel ist im Haus. Ach, da ist das Ziel schon im Haus. Dann bleibe ich unter den 100 Sprüngen. Also unter den 100 Fails. Hallo? Wo ist denn nochmal hier? Da ist nochmal eine. Hier, da. Da ist der Eingang. Du hast es geschafft! Jump'n'Run bewerten. Kreativität. Es existiert jump. Übersetzt bedeutet das, es existiert eine Vorlage, deswegen in Anführungsstrichen nur ein Gut. Sprünge dafür sehr gut, obwohl ich mich darüber aufgeregt habe. Aber das möchte ich ja. Deswegen das niemals falsch verstehen. Sprünge sind nicht schlecht, wenn ich anfange darüber abzuragen, sondern dann sind sie gut, weil sie sind fordernd. Obwohl ich wirklich ein paar weniger dieser Sprünge, man hat irgendwas über dem Kopf, wo man die ganze Zeit dran hängen bleibt, da hätte man ein paar rauspacken können. Optik, auch sehr gut. Bewertung abschließen. So, Ziel, der Fluch des Jump'n'Runs. Vielen Dank fürs Spiel. Schön, dass ich zum Ende einfach sprachlich nichts mehr auf die Kette bekomme. Das war's. Hier geht's noch zum Jenseits, falls man irgendwie Lust darauf hätte. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu viele Leute gespoilert, die vielleicht Fluch der Karibik sich irgendwie irgendwo nochmal reinpfeifen möchten. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mit dabei wart und auch so fleißig mit dabei wart, was dieses kleine Mini-Projekt, die Jump World Woche so angeht. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder Jump World auf dem Kanal spielen werde. Im Gegenteil, ich möchte mir jetzt unbedingt mal so innerhalb der nächsten Tage Maps von euch anschauen, die ihr vielleicht für mich gebaut habt. Ihr könnt da ja sehr gerne, habe ich ja in der letzten Episode mit Paluten zusammen schon erwähnt, könnt ihr, wenn ihr da irgendwie Kedos im Titel habt, dann sollte ich die ja irgendwie finden können über die Suchfunktion und dann werde ich da vielleicht mal ein, zwei Maps, die ihr gebaut habt, aufnehmen und hier auf dem Kanal hochladen. Jump'n'Run des Tages, ob ich da vielleicht irgendwann nochmal so eine Woche einschiebe oder einfach nur hin und wieder mal ein Jump'n'Run des Tages spiele oder mal im Stream oder sonst wo, da werde ich noch gucken, wie ich das mache. Mir hat das jedenfalls tatsächlich sogar noch eine ganze Ecke mehr Spaß bereitet, als ich im ersten Moment vermutet habe, weil es irgendwie so eine
so eine coole Konstante auch für mich war, zu sagen so, ja, jeden Tag hast du ein neues Jump'n'Run, wird automatisch ausgewählt und dann spielst du jeden Tag das Jump'n'Run des Tages und das waren ja auch wirklich durchgehend Jump'n'Runs von hoher Qualität, wo es wirklich Spaß gemacht hat zuzuschauen. Das könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare texten, ob ihr das ebenso empfunden habt, mir eine Bewertung dalassen und natürlich auch abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Video, ciao, tschüldö und reingehauen.